Ein herzliches Hallo und Willkommen zur nächsten Folge Cities Skylines 2 in Harpers Ferry. Ach, seht ihr, ich habe noch gar nicht die Anschlüsse hier übers Wasser gemacht. Gut, werde ich mal vielleicht dann in der nächsten Folge machen. Ich habe auch noch nicht die nächsten Bezirke benannt. Genau. Ansonsten, Alter, was? 700.000 plus machen wir? Das ist ja krank. Alter, was? Wow, wieso macht der denn knapp 1 Million an Müll? Wow, das ist ja krass. Okay, ich habe keine Ahnung, warum. Warum ist der Müll so krass? Wahrscheinlich, weil ich verbrenne. Und das dann verkaufe? Zählt das in die Statistik rein? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Was bist du denn eigentlich? Arbeitsplatzverfügbarkeit. Okay, hier mangelt es an Arbeitern, oder was? Nö. Sind denn die Farmen so extrem groß? Ach, wahrscheinlich, weil da einfach viele Arbeiter sind, ne? Oh, Entschuldigung. Wer ist Hickory? Weiß man nicht. Hickory ist ein Baum. Ja, okay, das liegt an der Anzahl der Arbeiter. Okay. Ja, okay, 14k an Arbeitern. An Einwohnern. Ja, ich würde vielleicht hier direkt nochmal einen weiteren Bezirk errichten, der sich dann vielleicht so ein bisschen an der Autobahn lang schlängelt. Also wo ich auch nochmal Industrie setze. Ja, es ist so wild, dass es jetzt hier ein bisschen verschoben ist. Und dann haben wir hier noch eine Kreuzung und da vorne noch eine. Können wir die auch gleich nutzen. So, und hier machen wir vielleicht noch so eine Strecke einfach durch. So. Bisschen großzügiger. Dass wir hier auch gleich... Oh, Chemiewerk. Kennen wir. Dass wir hier auch gleich ein bisschen Platz dazwischen noch haben. Nein. Das nicht. Das müssen wir ausmalen. So, dann sollte der Bedarf erstmal wieder mehr als gedeckt sein. Vielleicht kriege ich die Chemiefabrik hier noch irgendwo rein. Ich habe jetzt alles. Nee, da fehlt noch was. Sondergebäude. Chemiefabrik. Ach du meine Scheiße. Vergesst immer, wie groß diese Sondergebäude sind, ne? Ja, die hat natürlich krasse Umweltverschmutzung. Na, hier vorne kann ich es auch definitiv vergessen. Vielleicht knall ich die hier rein. Ich denke, das könnte noch passen. Ich weiß gar nicht, kommen wir hier mit der Straße noch durch? No. Ja, okay. Gut, muss die eine Fabrik dran glauben, aber das ist egal. Hauptsache, ich habe hier die Anbindung. Ach so. Will ich hier die Straße setzen? So, dann finde ich das optisch ein bisschen schöner. Gut. Als nächstes wären es wieder Wohngebiete. Das Problem... Ich würde hier vielleicht einfach auch schon mal provisorisch, da können wir mal gerade ausgehen. Ich muss unbedingt übrigens noch Parkplätze bauen. Ich würde hier ein paar Büros setzen. Einfach so als Puffer.
Und dann knallen wir uns hier irgendwo noch einen größeren Parkplatz hin. Vielleicht hier oben. Hier finde ich ihn gar nicht schlecht. Da nehmen wir nicht allzu viel Terrain weg. Ja, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob die hier sowas wie einen Park oder so brauchen. Oh. Keine Ahnung, ich setze einfach mal ein. Macht die Unternehmen ein bisschen glücklicher. Ob es was bringt, ich bezweifle es ein bisschen. Gut, hier haben wir Stau, weil hier eine Ampel ist. Nein, hier ist keine Ampel, hier ist trotzdem Stau. Ach, weil hier wieder alle runterkommen. Alter, was macht ihr denn? Alter, ist ja Sodom und Gomorra hier auf der Straße. Okay, jetzt. Sollte sich hoffentlich einpegeln. Na, die Linksabbieger kommen halt auch gar nicht durch. Wird denn hier diese Auffahrt? Wird die genutzt? Also ins Industriegebiet fahren sie, das ist sehr gut. Und da hinten runter fahren sie auch, das gefällt mir. Auf der anderen Kreuzung, da, nee, da haben wir nicht das Problem. Das ist nicht gut. Was wir auch nochmal ganz kurz gucken, vielleicht kann das ein bisschen was bringen. Genau, die blaue Linie. Fast gern noch eine neue Buslinie setzen. Ah, nee, warte mal. Busstation. Ich setze mal hier eine Busstation noch hin. Und dann machen wir, wollte ich sowieso mal machen, würde ich einmal um Pudding gehen, quasi. Na gut, hier brauche ich keinen setzen. Einmal die Hauptstraße lang. Ach Gott. Da komme ich halt auch hier raus. Gut, dann würde ich die nehmen. Die. Dann machen wir hier unten gleich weiter. Und hier kommen ja irgendwann Büros hin. Und dann haben wir die Verbindung. Okay. Gut, dann starten wir mal durch. Also. Ja, starten einfach mal von hier. Kommen die raus? Dass ich auch die richtigen Haltestellen jetzt treffe. So, dann gehen wir einmal hier durch. Genau, da entsteht irgendwann mal was und dann abschließen. So, das ist Industriegebiet, das können wir jetzt noch nicht benennen. Ja, muss ich mir was überlegen. Ich befürchte, wir haben leider zu wenig Busse jetzt. Scheiße, ist ein Unfall. So ein Straßending eigentlich gebaut? Ja, ne? Hier hinten? Ja. Oh, fuck, wir sind alle unterwegs. Machen wir uns nochmal 5 neue. Ja, okay, Busdepot ist noch akzeptabel. Busse. Ja, gut, das startet jetzt erst langsam rein. Muss mal die Farben übrigens verändern. Mal einen schwarz. Und hier soll lila. Oh.
wir könnten einen auch mal braun machen. Mal. Ja, braun. Zack. Braun. So, was wir jetzt auch gleich noch bauen. Wir haben ja noch ein paar Pünktchen übrig. Ich würde sehr gerne den Zugverkehr machen. Da müsste ich fast unterirdisch lang gehen. Wo ist denn die Dings da hinten? Warte mal, das kaufen wir uns mal kurz. So, das ist super ungünstig hier. Ja, mal gucken, ob ich hier vielleicht über die Autobahn noch rüberkomme. Dann müssen wir die ersten Bahnhof schon mal hier setzen. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Gut, aber das können wir hier drüben noch bauen. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently, that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So, wir setzen es erstmal hier. So, a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider ich glaube, 10, oder? Right, one final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes. Na gut. In the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priorities. So, we've recently been having what some are calling the worst kind of luck there is. That's right. Today we are talking about the increased likelihood that you'll die. That's not exactly. Either way, if everybody is dying, that gives me the creeps. That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. We've got to get out of here. You go. I'll stay and clear up the mess. We'll be back after this. What? So eine geile Ecke. Auch noch nicht gebaut. So, dann können wir hier nochmal ein paar Häuschen bauen. Ich kann auch hier gleich nochmal ein bisschen weiterziehen. Auf die Ecke. So, da ist er wieder. Ja, komm, machen wir einfach hier so quer. Dann sollte das passen. Hier machen wir einfach noch mehr Wohnungen. Warte mal, hier machen wir aber noch einen Fußweg durch. Komm, wir knallen einfach diese ganze Ecke jetzt hier sowas von voll. So.
Ist das hier richtig schön Sodom und Gomorra? Oh, das passt sogar noch. Brauchen wir gar keinen Park bauen. Klinik geht sogar noch. Schule, ja, das wird schwieriger. Ich müsste hier wahrscheinlich auch nochmal einen Bus übersetzen. Also eine Buslinie. Die hier vielleicht durchfährt und dann hier drüben oder so endet. Ich muss hier erstmal irgendwie auf... hier rüberkommen. Ist das doppelt? Also, was wir auf jeden Fall machen, ist hier parallel gehen. Kann ich nicht bauen, ne? Nee. So, und jetzt würde ich einfach behaupten, starten wir mal das Einzeldinger. Dass wir hier irgendwie drauf kommen. So. Die doppelte hätte ich eigentlich auch gern noch. Ach so. Warte mal, kann ich die jetzt zur doppelten ausbauen? Alter, was? Boah, das ist ja... Ja, es geht sogar, ne? Kann ich mit leben. Muss ich von hier irgendwie... dahin. Hier wird hardcore. Das wird zu eng, ne? Schade. Nein, ach, das geht auch nicht. Ja, ich muss das hier eigentlich verlängern. Wobei, es ist ja Wurst. Wir gehen eh alle in die Stadt rein. Ja, komm, wir lassen das so. Nichtsdestotrotz muss ich das hier vielleicht nochmal kaufen. Wahrscheinlich sogar das kaufen. Weil ich muss jetzt hier rüberkommen. Warte mal, es gibt ja auch die Möglichkeit, in kleineren Schritten zu gehen. Was ist denn das Minimalste? 7,5 Meter? Ist es auch kleiner? Ne, 7,5 müssen es sein. Reißen wir hier so ein Stückchen raus. Boah, ich bin so dumm. Ich habe eine Straße gebaut. Thank you.
So, und jetzt... Warte mal, wir bleiben mal bei 7,5. Dann müsste ich ja theoretisch auch hier rüberkommen. Okay, was ist das Minimum hierfür? 8,5. Passt das? Das passt. Gut, und jetzt noch die andere Richtung. Macht das Sinn? Macht Sinn, ne? Kreuz, wenn ich das hier habe. So. Genau, von darüber. Die Ecke passt. Ja, naja, ja, ein bisschen schief hier auf der einen Ecke, ist jetzt egal. Und das haben wir auch. Wunderschön. So, dann haben wir den ersten und ich finde auch schwierigsten Schritt schon mal geschafft. Dann der Güterbahnhof. Den würde ich gerne hier ans Ende setzen. Noch Platz habe ich. Okay. Muss ein bisschen darauf achten, dass ich dann halt noch durchkomme. So, wir machen erstmal die Straße. Sechsspurig, die sogar schon so krass ist. Sagen, es passt, oder? Nein, das geht da lang. Na gut, das ist egal. Wieso ist das eigentlich eingleisig? Mal runtergehen. Okay. Dass sie überlappende Objekte sind. Fünf Meter finde ich eigentlich auch gar nicht schlimm. Jetzt kann ich unterirdisch lang gehen. Ne? Wunderbar. Jetzt muss nur noch hier diese Ecke drauf. Das ist okay. So, dann. Wo ist das Ende? Da. Das ist jetzt kriminell. Wasser. Why? Alter, was ist denn das unter Wasser? Okay,
30 Meter geht. Was ist denn hier das Problem? Warum ist es denn jetzt im Wasser? Pending updates to our power grid. The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Second Was? Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesterday. Ich versteh's nicht. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Okay, ich kann es euch nicht erklären. That's good for business and good for the community. Mal gucken, dass ich das irgendwie so grob hinkriege. We'll be back. So, und jetzt muss ich nur noch hochkommen. So, wunderbar. Schön, danke. Danke dafür. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum das hier drüben nicht ging. Aber ist egal. So, Güterwaggon. Nummer 1, dahin. Und wieder zurück. Nummer 2, es dürften eigentlich nur zwei Anschlüsse sein. Was? Ach nee, auf die Komoren. So, mehr Anschlüsse dürften es nicht sein, richtig? Ja. Wunderbar, dann reicht auch einer. Dann beobachten wir mal ganz kurz, ob jetzt die ersten Güterwagen eintreffen, was theoretisch ja eigentlich sein müsste. Jawohl, da kommen sie schon. Wunderbar. Beschleunigung, Zugwartung, erhöhte Kapazität für mehr Züge. Ach so. Was ist denn das? Ah, okay, da kann ich auf 15 direkt hochgehen. Cool. Ja, gut, die sind jetzt nicht angeschlossen, aber anscheinend rollt ja auch alles hier rüber. Geht schon. Sehr schnucklig, danke. So, dann würde ich unterirdisch tatsächlich noch eine Abfahrt machen. Oder ich lasse es tatsächlich mit den S-Bahnen und gehe rein auf auf U-Bahn. Wobei eigentlich müsste ich einen Bahnhof für die Anbindung hier reinbauen. Wenn ich den hier hinsetze und dann gleich unterirdisch gehe. Ich glaube, das finde ich gut. Ich glaube, das würde mir gefallen. Boah, kann ich den einen nach links versetzen? Der wird nie parallel sein. Schade. So, wir brauchen nur den ersten. Und zwar setze ich den so weit wie möglich nach vorne. Schon auf 20 Meter.
Will mal gucken, wo ich hin muss. Aber angeschlossen sein, ne? Ja, perfekt. Okay, und dann machen wir auch noch mal zwei Passagierstrecken. Und zwar auch noch mal genau in die gleichen Richtungen. Also in die einzigen beiden Richtungen. Gepasst haben, oder? Warte mal, wir bauen auf jeden Fall erstmal hier die Dinger rein, damit sich das amortisiert. Und dann... Genau. Nachbarstädte gucken wir uns an. Wir können sie auf jeden Fall schon mal um... Also farblich ändern. Fracht. Genau, die müssen wir ändern. Die müssen wir ändern. Machen wir dann auch gleich. So, Fracht 0 Tonnen. Das muss ich beobachten. Das ist eingestürzt. Und hier Fracht an. Das könnte echt zum Problem werden, weil wir keine wirklichen Industriegüter haben bisher. Ja, können wir hier vergessen, ne? Ja. So, jetzt können wir schon mal alles abreißen. Und machen uns... Wird eh gerade beides benötigt. Warte mal, ich setz mal... Weinhäuser hin. Und hier kommt die Hütte. Sehr geil. So, das gleiche Spielchen machen wir hier. Abriss, 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 Abriss. Reihenhäuser und den Rest. Ach ja, hier drüben müssen wir übrigens das gleiche machen. Auch hier grauenvoll. Haben wir gerade keine Nachfrage, deswegen müssen die erstmal bleiben. Die werden theoretisch... Doch, die werden sogar noch aufgebaut. Echt, warum? Achso, okay, weil es orange ist. Habe ich eigentlich noch neue Sachen? Ja, alles schon. Ach doch, da ist noch was. Im Schau... Spieler anwesend. Filmschauspieler. Zweiwache wird nicht erweitert. Könnten wir entweder daneben bauen. Oder wir setzen es irgendwo hier hinten hin. Was bringt das? Wohlbefinden im Umkreis von einem Kilometer. Guck mal hier, perfekt. Sehr schön. Meine Lieben, 34 Minuten sind durch. Dann machen wir Feierabend. Werden wir morgen gucken, ob die also die Bahnlinien alle so funktionieren, wie ich mir das wünsche. Und ja, dann geht's weiter. Wir brauchen neue Vorstädte, theoretisch. Und mehr Industrie. Ja, aber das werden wir irgendwie hinkriegen. Und dann... Ja, vielleicht machen wir hier unten noch weiter Vorstädte oder so. Müssen wir mal gucken. Dass wir das hier wirklich vielleicht Vorstadt machen und hier oben dann in dem Bereich komplett Hauptstadt. Also große Stadt. Oder ich setze die Vorstädte auch ein bisschen nach außen. Das könnten wir auch machen. Dass wir uns vielleicht hier so eine Ecke raussuchen, wo wir wirklich dann Vorstadt setzen. Und die mit der größeren Stadt hier überhaupt gar nicht belästigen. Das können wir eigentlich machen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Gut, meine Lieben. Vielen Dank und bis morgen. Adieu.